mir in der Regel eher vorgeworfen, dass die Vorträge zu kurz. Wir sehen auch, wie es diesmal etwas anders machen. Also wie Buddy Mitchell erwähnt hat, ist dies der letzte Vortrag in unserer Reihe von 6, der Buddha und seine Schüler. Und wenn ich die Titel ansehe von den anderen 5, kommt es mir vor, dass die meisten anderen sich hauptsächlich mit dem Buddha beschäftigt haben und dass dies und ein anderer sich eher mit den Schülern beschäftigt hat. Und wenn ich rumschaue, sehe ich, dass wir nicht so viele heute sind. Und ich glaube, möglicherweise nicht nur, weil es Schulferien sind, sondern vielleicht, weil weniger Leute sich für die Schüler als für den Buddha interessieren. Oder vielleicht hat es mit dem Titel zu tun, die Poesie der frühen Mönche und Nonnen. Gibt es wenig Interesse an Mönchen? Gibt es wenig Interesse an Nonnen, an das klösterliche Leben? Oder hat es mit Poesie zu tun? Haben manche Leute gefürchtet oder erwartet, dass sich ein literarhistorischen Vortrag oder geisteswissenschaftliche Abhandlung über die Theragata und Therigata angebe. Weil tatsächlich dieser Vortrag dreht sich um die Theragata und Therigata. Also, was sind sie? Die sind 2 alte Bücher aus dem Kuttaka Nikaya, aus einem wichtigen und im Allgemeinen sehr alten Teil des Pali-Kanons, der einen Rezension der buddhistischen Schriften. Und in demselben Teil befinden sich der Dhammapada, was viele Leute kennen, ist vielleicht, glaube ich, eine von 2 buddhistischen Schriften, wo es mehr als eine deutsche Übersetzung gibt. Sutta Nipata, wo es eine sehr gute deutsche Übersetzung gibt. Udana, wo es eine neue deutsche Übersetzung gibt. Und dann gibt es diese Theragata und Therigata. Na, was sind sie? Sie bestehen aus 264 beziehungsweise 73 Gedichten. Gedichten der Theras beziehungsweise Theris, wortwörtlich der älteren Männer, mit der älteren männlich und weiblich. Buchstäblich bedeuten die Titel die Verse oder Strophen der Älteren, sagt nicht sehr viel aus. Und diese Älteren sind Schüler des Buddha, die Erleuchtung erlangt haben, viele zu seinen Lebzeiten. Vielleicht um einen kurzen Überblick über die Qualität dieser Sammlung zu geben, zitiere ich aus dem Buddha-Wort von Sangharakshita. Er redet über die 2 Bücher aus die 2 Sammlungen, weil die Gedichtsammlungen sind. Ihrer spirituellen Haltung nach gleichen sich die beiden Sammlungen. Beide feiern mit mehr oder weniger Pathos und Jubel die Befreiung von weltlichen Sorgen und Bindungen und die nun erreichte unerschütterliche Gelassenheit des Geistes. Aus Literatur können beide sich mit den besten Erzeugnissen indischer Lyrik messen. Daneben besteht aber zwischen ihnen ein deutlicher Unterschied der Diktion und Akzentuierung. Die Dichtung der Nonnen sind in einem persönlicheren Tonfall gehalten und vielfach anekdotischen Charakters. Die der Mönche, obwohl vorwiegend mit dem inneren Leben befasst, ergehen sich in Schilderungen landschaftlicher Schönheit. Einschub von mir, das sind Untertreibung, sehr, sehr viele Beschreibungen von Landschaften, die sehr schön sind. Wo die Mönche viel Aufhebens mit dem im Grunde Abstoßende der Weiblichkeit machen, feiern die Nonnen ihre neue Freiheit von häuslicher Tyrannei. Und während Erstere sich gekonnt mitzuteilen verstehen, hapert es bei Letzterem gelegentlich mit dem sprachlichen Ausdruck. Solche Unterschiede lenken keineswegs vom spirituellen Gehalt ab, sondern erschließen eine interessante und wertvolle menschliche Seite dieser Anthologien und verschaffen den Terra und Therigata einen Platz unter den beliebtesten Büchern des Pali-Kanon. Beliebtest, das heißt außerhalb Deutschland, wo es leider eine sehr unzulängliche altmodische Übersetzung gibt und eine neue von den Theragata, die viele Fehler aufweist, leider. Diese 2 Sammlungen sind zwischen dem Ende des 16. Jahrhunderts vor unserem Zeitalter, also zu Lebzeiten des Buddha, bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts vor unserem Zeitalter verfasst worden. Das heißt zu Lebzeiten des Kaisers Ashoka. Die sind unter den ältesten buddhistischen Texten, besonders die früheren Verse. Und sie zeigen einen nicht organisierten, nicht systematisierten Buddhismus.
Alle die viele Formulierungen, die mindestens einige von euch Dienstagabend oder in Studiengruppen lernen, na, einige gab es schon, aber viele nicht. Das heißt, viele von euch wissen mehr über den Buddhismus, als diese erleuchteten Meister wussten. Man kann den Zustand vom Buddhismus zu diesem Zeitpunkt vielleicht mit dem Begriff Sangharakshi beschreiben, pre-Buddhist Buddhism, also Buddhismus vor, also ein vor-buddhistischer Buddhismus sozusagen. Begriffe sind noch nicht verhärtet. Die Schüler sind noch auf der Suche nach Worten, um diese Erfahrung, diese Erleuchtungserfahrung auszudrücken und die Erfahrung auf der Suche. Man spürt die radikale Begeisterung der ersten Jahrzehnte und in ein paar Gedichten, die viel später sind, die Enttäuschung von dem Nachlassen der Bemühungen von vielen. Aber in den meisten Gedichten geht es um das Eigentliche. Das ist wirklich eine vormonastische Phase. Nichts ist wirklich organisiert. Aber gehen wir kurz zurück zu der Poesie, zur dichterischen Seite, bevor ich mehr zum Inhalt sage. Es ist nicht nur Bhante, nicht nur Sangharakshita, der das Schöne an den Gedichten lobt. Leider sind die deutschen Übersetzungen nicht sehr gut. Warder, ein interessanter schotto-kanadischer Indologe, die Anekdoten kann ich mir nachher sparen, er kam von meiner Uni, er hat so anscheinend die wichtigsten Bücher über Gedichte in der Aussprache Pali geschrieben. Und diese Werke, Theragata und Therigata, sind auf Pali. Und er hebt hervor, dass die Werke besonders von zwei oder drei der Mönche zu der indischen Hochkunst, dichtischen Hochkunst kommen, besonders von Vangisa. Vangisa war vorher ein Berufsdichter, bevor er in Kontakt mit dem Buddha kam. Und seine Spezialität war Improvisieren. Ganz am Anfang von seinem Beitrag sind ein paar autobiografische Verse. Die sind typisch eigentlich für die ganze Sammlung, weil sie sehr knapp sind. Fast koanmäßig, sehr, sehr knapp, oder vielleicht eher haiku-mäßig, sehr knapp, die Beschreibung, die Begegnung, die erste Begegnung mit dem Dharma. Ich lese erst das Englische von Warder vor, weil obwohl er betont, sehr bescheiden, dass es nur so prosaisch ist, glaube ich, gibt es mehr Gefühl dafür als die neueste deutsche Übersetzung. Vangisa spricht über sich selber. Intoxicated with poetry, we wandered from village to village, from city to city. Then I saw the Buddha, who had gone beyond all phenomena. Durch dichterische Gaben einst berauscht, wanderte ich von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Da begegnete ich dem Erwachten, der das Ufer jenseits aller Dinge erreicht hatte. Dann, er beschreibt später, wie es in seinem Leben nach seiner Erleuchtungserfahrung. Er gibt wieder einen Eindruck vom Buddha. Was auch sehr wichtig ist, ist die Hingabe, die durchkommt. Die Hingabe auch von den erleuchteten Schülern. More than 1,000 monks attend on the well gone, as he teaches the clear doctrine, Nirvana, which knows no fear from any source. They listen to the abundant doctrine taught by the perfectly enlightened one. How glorious the Buddha is facing the community of monks. O Master, your name is Dragon, best of sages, for like a great cloud you rain on your pupils. Leaving the afternoon rest from a wish to see the teacher, O great hero, your pupil Vangisa salutes your feet. Mehr als 1,000 Bhikkhus den Pfadvollender versammelt, erweisen ihm Ehre, während die makellose Lehre darlegt, die zu Nirvana führende, wo jede Furcht überkommen ist. Der makellosen Lehre, vom vollkommen Erwachten dargelegt, lauschen sie. Der Erwachte, wahrlich, erstrahlt inmitten der ihn verehrenden Gemeinschaft, der Bhikkhus. Als Drachenerhabene wirst du bezeichnet, der sehr Höchste bist du. Einer regenschweren Wolke gleich spendest du deinen Jüngern Segen. Aus der Zurückgezogenheit gekommen, bewogen durch den Wunsch, den Meister zu sehen, nähert sich dir Vangisa, der Jünger, dir, großer Held, Ehre zu erweisen. Das ist nur ein Geschmack. Ich habe nicht vor, über 300 Gedichte vorzulesen. Aber
Warum? Warum sollte man sich mit dem Theragata und Therigata beschäftigen? Und ich glaube, dass die Antwort schon im Wort Thera bzw. Theri liegt. Ja, ich habe gesagt, dass es sich als Älteres oder Ältere oder Älterer übersetzen lässt. Aber Älteres was? Anders gesagt, wer sind wirklich die Verfasser? Normalerweise, ziemlich unkritisch, wird Thera Theri so übersetzt als ältere Mönche oder ältere Nonnen. Manchmal sogar ohne das Wort älter. Also einfach als Mönche oder Nonnen. Zum Beispiel in der gängigen deutschen Übersetzung vom Theragata steht die Psalmen der Mönche des Buddha Gautama. Na, was ist das Problem daran? Weil die Übersetzung des Wortes Bhikkhu, das ist was als Mönch übersetzt wird, fragwürdig ist. Weil erstens, wenn wir das Wort Mönch benutzen, springt für viele von uns eine Verbindung oder Assoziation mit dem westlichen christlichen Mönchtum und das Bhikkhutum, was völlig anders ist. Zweitens werden wir möglicherweise eine Assoziation mit dem späteren, organisierten Mönchtum des Buddhismus haben, wie zum Beispiel heutzutage in Thailand. Und vermutlich haben alle Bilder gesehen, wenn sogar nicht das tatsächlich gesehen, von Mönchen kahlgeschoren, in gelbe Robe in Thailand, die in Klöstern leben und ein geregeltes Leben führen. Aber das ist nicht die ursprüngliche buddhistische Bedeutung des Wortes Bhikkhu. Noch ist es die Bedeutung in diesen Texten. Ein Bhikkhu ist einer, buchstäblich, der von Almosen lebt. Und er bettelt, weil er besitzlos ist und mit Absicht besitzlos und weil er keine Zeit hat, um seine Ernährung zu verdienen. Keine Zeit, weil er meditiert. Das ist der ursprüngliche Bhikkhu. Es gibt zwei Synonyme für das Wort Bhikkhu, die häufig im Text auftauchen. Pabajita und Samana. Und bitte vergebt mich, wenn schon diese drei Pali-Wörter zu viel sind. Ich werde sie nicht häufig wiederholen. Also Samana oder Shramana auf Sanskrit wird häufig als Asket übersetzt. Das ist aber sehr frei. Es ist eigentlich ein Wanderer. Ein Wanderer auf der Suche nach der Wahrheit, nach irgendetwas. Und er ist nicht notwendigerweise ein buddhistischer Wanderer. In diesem Kontext, ja, aber nicht im Allgemeinen. Und sehr häufig steht er gegenüber den Brahmanen, im Kontrast zur Priesterkaste, im Kontrast zur organisierten Religion der Zeit. Und der Buddha war ein Samana, war ein Shramana, der noch nicht Buddha als Wanderer und nach seiner Erleuchtung. Er gehörte zu den Shramanas, wurde so gesellschaftlich gesehen. Und die bildeten fast eine gesellschaftliche Schicht, die durch Nordostindien wanderten. Man könnte sie mit den frühklassischen Sophisten von Griechenland vergleichen. Das Land in Indien war sehr anders als heute. Vermutlich weit unter ein Zehntel der jetzigen Bevölkerungszahl bewohnte das Land damals. Es gab sehr viel Wald. Die große Ganges-Ebene, die wir jetzt als ziemlich kahle Ebene kennen, war vermutlich hauptsächlich bewaldet. Es gab einen wirtschaftlichen Überschuss. Gleichzeitig politische Umbrüche fanden statt. Na, was taten diese Samanas, abgesehen vom Wander? Sie diskutierten und debattierten untereinander. Und es gab in manchen Dörfern und Städten regelrechte Debattiersäle für die Samanas. Sie philosophierten. Und man kann über die verschiedenen Philosophien in einem buddhistischen Sutta, im Brahmajala Sutta, wenn man mehr darüber wissen möchte. Sie experimentierten mit, was kann man es nennen, psychospirituellen Techniken, mit Selbstmarterung und Askese. Oder zum Beispiel wie Tiere leben, sehr konsequent wie Tiere leben. Einige pflegten rituelle Opfer, zum Beispiel vom Feueropfer. Und viele meditierten. Es gibt immer noch Samanas in Indien, auch wenn sie anders genannt werden, Sannyasins manchmal genannt werden. Und heutzutage, wir wissen nicht, ob zu Lebzeiten des Buddha, nehmen viele Drogen. Und einige, wie heute, waren einfach Schurken, die keine Arbeit haben wollten und ganz froh waren, einfach durchs Land zu streichen. Manche, ob Schurken oder nicht, wanderten alleine, andere in großen Scharen. Teils wurden sie respektiert,
Teils verspottet. Also aus einem anderen, sehr alten Text eine kurze Beschreibung. Der Erhabene, also der Buddha, in Sarvati, Haus für Haus um Almosenspeise gehend, kam so auch zum Hause des Brahmanen Agika Bharadvaja, anscheinend einem reichen Mann. Dieser sah den Erhabenen von weitem herankommen, und als er ihn erblickt hatte, rief er ihn also an: Dort bleibe, du Kahle, Kahlgeschorener, dort bleibe, du elender Asket, dort bleibe, du elender Verworfener, bleibe stehen. Und dann geht es weiter, aber es ist ein bisschen anderes Thema, aber nur aus Vorgeschmack. So angeredet sprach der Erhabene zum Brahmanen Agika Bharadvaja also: Kennst du denn, O Brahmane, den Verworfenen oder die Dinge, die zu einem Verworfenen machen? Aber wie gesagt, ist das eine andere Geschichte, wo das hinführt. Das zweite Synonym, Parabhajita, bedeutet buchstäblich einer, der fortgegangen ist. Einer, das heißt, der von zu Hause in die Hauslosigkeit fortgegangen ist. Wieder, wie der noch nicht Buddha und wie der Buddha nach seiner Erleuchtung. Also er ging fort in die Heimatlosigkeit. Häufig denken wir, naja, wunderbar, na und? Aber es war ein Leben voll Risiken. Viele Gefahren sind da drinnen, die werden in den Strophen im Theragata und Therigata widerspiegelt. Leute machten es teilweise aus Verzweiflung, teilweise aus einem Gefühl von Berufung oder einem inneren Zwang zu diesem Samana-Leben. Eine Beschreibung von einem nicht-buddhistischen Namen Samana, was ich aber sehr gut finde, ist: Genüsse waren uns nicht Genuss, sondern wir selbst wurden genossen. Keine Askeseglut wurde von uns erweckt, sondern wir selbst sind verbrannt worden. Nicht die Zeit verstrich, wir selber aber sind verblasst. Nicht die Verlangensdürste wurden vermindert, sondern wir selbst wurden verzehrt. Und wie macht man das, wenn man in die Hauslosigkeit geht und nebenbei zivilrechtlich stirbt, zivilrechtlich keine Existenz mehr hat? Es gibt eine Beschreibung aus dem letzten Jahrhundert, eher im hinduistischen Kreis, wie das abläuft. Eine Geschichte. Ein Weib sagte einmal zu ihrem Gatten: Mein Lieber, ich ängstige mich sehr um meinen Bruder. In den letzten Monaten trug er sich mit dem Gedanken, ein Entsager zu werden, und bereitete sich darauf vor. Er versucht, seine Bedürfnisse allmählich einzuschränken. Du brauchst dich um deinen Bruder nicht zu sorgen, erwidert ihr Gatte. Er wird nie ein Entsager werden. So fängt man es nicht an. Das Weib: Wie wird man denn ein Entsager? Der Gatte: Sieh hier, so. Und er zerriss sein Gewand, nahm zwei Stücke davon und schlang sie wie ein Hüfttuch um sich. Er sagte seinem Weibe, sie und alle übrigen Frauen seien ihm künftig wie Mütter, wandte sich um und verließ sein Heim, um nie wiederzukehren. Aber nicht nur meines Erachtens, sondern auch nach dem Zeuge von diesen 300 etwas Gedichten, ist das für die meisten Menschen etwas unrealistisch. Es ist nicht so einfach. Eine der hervorragenden Persönlichkeiten im Theragata und im frühen Buddhismus war Anuruddha, ein Vetter des Buddha. Bei ihm war es überhaupt nicht so einfach. Erst musste er sich selber überzeugen, dass das häusliche Leben nicht für ihn war. Und er war ein fauler, verwöhnter Adliger. Und dann, nachdem er sich selber überzeugt hatte, musste er das Erlaubnis seiner Mutter holen, bevor er sich befreien konnte von seinen Verpflichtungen. Und es wurde noch komplizierter. Um das zu tun, musste er den König überzeugen, dass auch er in die Hauslosigkeit ziehen musste. Also es war nicht so einfach wie in diesem Beispiel für viele. Viele der Terrys, der weiblichen Wanderer, mussten Erlaubnis von ihrem Mann oder Vater holen. Das ist auch ein ständiges Thema in ihren Gedichten. Also, diese Menschen treten aus der Gesellschaft raus. Es gibt keine Sicherheit für sie. Das Leben ist hart, ohne Besitz, ohne Schutz vor dem Wetter, und sie ziehen in entfernte, verlegene, abgelegene Gebiete, in Grenzgebiete, in wilde Gegenden, die unter dem Begriff Aranya gekennzeichnet werden.
Aranya bedeutet buchstäblich Wald, aber es ist viel mehr als das. Mehr oder weniger eine wilde, unzulängliche Gegend. Und dann auch nachher gibt es Schwierigkeiten. Und ich meine nicht nur, dass das Essen möglicherweise nicht schmeckt. Es gibt einen langen Kampf. Die Meditation ist nicht leicht. Es gibt ein Gedicht, was so menschlich vorkommt, wo er sagt, dass 5 Jahre lang hat er sich nicht einmal konzentrieren können in der Meditation. Und er sitzt weiter und weiter. Einige haben Schwierigkeit zu verstehen, was die Buddha-Lehre ist. Einige sind so verzweifelt, dass sie überlegen, ernsthaft Selbstmord zu begehen. Einige überlegen, in die Welt zurückzugehen und einige tun es. Es gibt einen Bericht von einem, der 5-mal in die Welt zurückkehrt und dann 5-mal in das Bhikkhu-Leben wieder zurückkommt. Und wenn sie bleiben, dann finden die es auch nicht notwendigerweise leicht. Begehren steigen sehr stark in ihnen auf. Aber mit all diesen Schwierigkeiten, warum tun diese Menschen sowas? Warum tun sie sich sowas an? Und die Antwort ist das Ziel, die Suche nach der Erleuchtung, besonders durch die Meditation. Und für diesen Meditationsweg sind gewisse Bedingungen förderlich, sie glauben, unbedingt notwendig. Und dies alles wird von 330 Wanderern, Suchern erzählt, die letztendlich ihr Ziel erreichen. Und dann in ihren Versen verkünden sie die Erleuchtung, ihre eigene Erleuchtung, ein Jubellied der Freude. Die Gedichte sind nie vollständige Biografien. Viele sind nur eine Strophe. Das längste Gedicht, bei weitem das längste, ist 71 Strophen. Die sind so lange 2 Zeile, die normalerweise aus 4 Zeilen dann gedruckt werden. Manchmal beschreibt ein Terra oder ein Terry, wie er Erleuchtung erlangt. Manchmal beschreibt er das, was nachher passiert. Manchmal sind die Gedichte hauptsächlich didaktisch. Sie lehren, geben buddhistische Prinzipien oder Praktiken. Normalerweise mit viel Bezug zum Leben. Zum praktischen Leben, nicht zum eigentlichen Leben des Lehrers. Häufig ist es eine Mischung aus diesen 2 Strömungen. Die interessanteste Studie von diesen Werken, die ich kenne, ist von einem amerikanischen Buddhisten, Reginald Gray, der viele Hauptaspekte durch all die Gedichte und Lebensbeschreibungen gesehen hat. Und weil ich einige seiner Punkte wichtig finde, werde ich kurz skizzieren, was er auslegt. Eine Art von schematischer Werdegang von diesen Bhikkhus. Und der Werdegang fängt vernünftigerweise an mit einer persönlichen Krise. Häufig durch diese Krise, Tod von einem Geliebten zum Beispiel, sehen sie die Tatsache des Dukkha. Die Tatsache des Dukkha. Und Dukkha ist ein sehr wichtiger Begriff für sie. Dukkha ist der Begriff, der normalerweise zu kurz, zu simpel einfach als Leid oder Leidhaftigkeit übersetzt wird. Ja, auf der untersten Ebene ist es körperliches und psychisches Leid. Es ist aber mehr als das. Es ist auch das inhärente Leid im Leben, weil Sachen vergänglich sind. Weil auch das Schöne vergänglich ist. Und ein Thema von diesen Bhikkhus ist, auch in dem Schönen, in dem Genussvollen steckt Leid, weil es aufhört, weil es endet. Und die dritte, höchste Ebene von Dukkha, wenn man so nennen möchte, ist einfach das Leidhafte an dem Leben an sich, weil das Leben letztendlich unsere höchsten spirituellen und menschlichen Bedürfnisse nicht erfüllen kann, weil das gewöhnliche Leben das nicht geben kann, was nur die Erleuchtung, nur ein Nirvana geben kann. Also dieses, wenn man will, Bewusstsein von der Unzulänglichkeit des Lebens, dass das Leben nicht wirklich befriedigen kann, ganz abgesehen von tatsächlichem Schmerz, taucht immer und immer wieder auf. Und daraus entsteht dann ein Verlangen nach dem Spirituellen, wenn man will, auf eine Berufung in das spirituelle Leben einzusteigen. Eine junge Frau, Subha, nachdem sie den Dharma gehört hat, Zitat, sehnt sich nur nach Entsagung. Und dann entsagen sie der Welt. Das ist dieses Pabaja, was ich vorher erwähnt habe. Und es gibt eine Art, ich betone eine Art von Ordination. Bewegt durch die persönliche Krise. Bewegt durch eine Art von Einsicht in die Unzulänglichkeit des Lebens.
oder in die Möglichkeit von etwas Höherem, weil es einige gibt, die, soweit wir sehen, überhaupt keine Erfahrung von Leid hatten, begegnen sie einem Lehrer, möglicherweise dem Buddha selber, möglicherweise einem erleuchteten Schüler von ihm. Oder sie hören den Dharma von irgendjemandem, die Buddha-Lehre. Und wie sind die Menschen, die dann positiv darauf antworten? Na, in dieser Sammlung ist der Jüngste 7 und der Älteste 102 und alle Alte dazwischen. Und sehr häufig entsagen sie dann die Welt unter der Leitung eines persönlichen Lehrers oder Meisters. Und die Ordination ist sehr einfach, wenn sie entscheiden und wenn er sie annimmt, sagt er einfach, Ehi Bhikkhu, komm Bhikkhu. Und dann sind sie ordiniert. In Anführungszeichen Ordination, das ist alles, was es war. Und die ziehen in die Heimatlosigkeit. Es gab aber auch etwas, was heutzutage noch gibt, teilweise in Südasien, eine Art Selbstordination. Wo, ich kann mich an 2 Fälle von Frauen erinnern, die einfach selber das Haar abgeschoren haben, Kleidung abgelegt haben, einfache Roben genommen haben, mit der ockerfarbigen, gelbfarbigen Erde gefärbt, das angezogen und losgegangen sind. Und sie gehen los, ob so informell oder nicht ganz so informell, um diese besondere Lebensform der Samana zu führen. Diese Lebensform, die ich schon erwähnt habe, vom Wandern, die Welt entsagend. Dieses harte Leben, wo sie von Almosen sich ernähren. Es gibt andere Merkmale dieses Lebens, unter anderem, dass sie ein Lumpenkleid tragen. Also wirklich besitzlos, soweit das geht. Man muss anstandshalber etwas Kleidung an sich haben. Und es gibt Beschreibungen, wie sie in einem Müllhaufen nach Lappen Ausschau halten und sie dann zusammennähen und so ein Kleidungsstück haben, was absolut wertlos in Gesellschaft ist. Dann habe ich das Wort Aranya erwähnt, buchstäblich Wald, die entfernte Gegenden. Das ist, wo sie am liebsten leben, sich aufhalten. Berge, Wälder, Höhlen, auch Verbrennungsstätten von Leichnamen. Und sie empfinden Entzücken und Freude in diesen Gegenden. Es wird aber betont, dass derjenige, der keine Geistesruhe hat oder der die Welt nicht wirklich entsagt, empfindet eher diese Gegenden als furchteinflößend und überhaupt nicht als schön. Und ein Grund, warum der gewöhnliche Mensch solche Gegenden eher fürchtet, ist die Einsamkeit. Diese Bhikkhus und Bhikkhunis, die weiblichen Bhikkhunis, die männlichen Bhikkhus, leben zurückgezogen. Und sie ziehen sich zurück, damit sie die besten Bedingungen für die Meditation haben. Manchmal sind sie nicht völlig alleine, sondern mit Freunden zusammenleben und meditieren oder mit ihrem Lehrer oder wohnen in der Nähe ihres Lehrers. Es gibt Gefahren. Das taucht auch in den Gedichten der Terris, der weiblichen Wanderer. Es gibt die Gefahr von Überfall und körperlichen Angriffen. In einem Gedicht von Adi Mutter, einem Mann, ist ein Mordversuch auf ihn von mörderischen Räubern. Was er überlebt, indem er sie bekehrt, selbstverständlich. Der persönliche Lehrer spielt eine große Rolle. Er ist sehr wichtig, weil er der zum Ziel hinweist. Es gibt keine Bücher. Du musst Unterweisungen von irgendjemandem bekommen. Aber wie erkennt man den richtigen Lehrer? Bei manchen ist es das bloße Sehen. Und sehr schlicht wird es formuliert. Aniruddha, den ich vorher erwähnt habe. Dann sah ich den vollkommen Erwachten, den Meister, der jedwede Furcht überkommen hat. Von Vertrauen bewogen, zog ich vom Haus in die Heimlosigkeit. Manchmal ist es nicht bloß das Sehen, sondern besonders bei den Teris sind sie von der Güte und Freundlichkeit und des Lehrers überzeugt. Und die Antwort von den Schülern ist eine Antwort von Hingabe, von fast ekstatischer Hingabe und Bereitschaft zu dienen. Das zeigt sich vielleicht am berühmtesten in der Gestalt von Ananda, einem anderen Vetter des Buddha, der 25 Jahre lang ihm diente. Wie gesagt, mit liebevollem Wort und liebevolle Tat. Und in den Texten wird dieses Dienen sehr eng mit der Meditation und der Verwirklichung verknüpft. Also sehr interessant, als ob eine
Notwendige Voraussetzung, dass Meditation funktioniert, ist, dass man dient, dass man bereit ist, mit Hingabe zu dienen. Selbstverständlich eine andere Voraussetzung ist der feste Entschluss. Das ist, was ich wirklich tun will, das Ziel anzustreben. In der Formulierung, die Sangharakshita bevorzugt, die Zufluchtnahme, dass man wirklich Zuflucht zu dem Ideal des Dharma nimmt. In dieser Formulierung hier, man entscheidet sich fest, dass man ethisch und asketisch leben will und dass man üben will. Üben, üben, üben. Und was man insbesondere übt, ist Meditation. Sie ist die zentrale Praktik, der Weg, der ganze Sinn von diesem Fortgehen, vom Alleinsein, vom Waldleben. All das stellen förderliche Bedingungen für die Meditation. Und die Meditation soll zur Befreiung führen und zum Mitgefühl, das wird ja auch immer wieder betont. Selbstverständlich muss man sich bemühen. Aniruddha betont, dass er 55 Jahre lang meditiert hat, um die Erleuchtung zu erlangen. Es wird betont, dass sie nicht ein- oder zweimal am Tag meditiert haben. Es wird nicht von allen berichtet, aber einige versuchen, mehr oder weniger 24 Stunden am Tag zu meditieren. Was ich damit meine, die nehmen ein Gelübde auf sich, sich nicht hinzulegen. Das heißt, sie schlafen im Sitzen, Rücken gegen einen Baum. Und die schlafen ein, nur wenn es nicht weitergeht. Und sonst ist es einfach Meditation, abgesehen davon von Notdorf bis in Almosen einsammeln, sondern meditieren, meditieren, meditieren. Das ist, was ich positiven Fanatismus nenne. Es ist aber nicht immer hart, was in den Gedichten wieder und wieder und immer wieder durchkommt, ist die ungeheure Freude, was sie erleben und das Entzücken. Es ist interessant, das Allerschönste, wenn man will, Natur liegt in der Sammlung und Freude an dieser wilden Landschaft stammt von Mahakassapa. Mahakassapa war derjenige unter all den Bhikkhus, der den Ruf für härteste Askese hatte. Auch als alter Mann, nicht in dieser Sammlung, sondern im anderen, fragt der Buddha ihn, wo Mahakassapa anscheinend schon 100 war. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht, aber immerhin sehr alt nach damaligen Maßstäben. Warum er immer noch nur in Lumpen sich bekleidete, wo mit seinem Ruhm er ganz leicht wunderschöne Roben hätte bekommen können. Warum er immer noch im Wald lebte, unter diesen harten Bedingungen, wo als Erleuchtetes völlig in Ordnung gewesen wäre, in einem Dorf zu leben, weil seine Erleuchtung ist nicht zu verlieren. Und seine Antwort war mehr oder weniger, ich kann die Poesie nicht wiedergeben, ein so Lumpenkleidtragender war ich immer, ein Lumpenkleidtrager werde ich weiter sein. Und der Grund, was er gibt, ist, an sich ist es ein sehr angenehmes Leben, findet er. Er braucht nichts Schönes, er hat nicht diese Bedürfnisse. Und als Beispiel für die Jüngeren, zu zeigen, dass es machbar ist und überhaupt nicht so schlimm. Und er betont, und Leute fragen, wie kann er als alter Mann in diese sehr wildes, bergige Wälder, wo er wohnt, und er muss klettern, und er muss wirklich sehr alt sein, weil die Frage gestellt wird, wie schaffst du es hochzukommen, wo so viele andere abstürzen? Er sagt einfach mit Achtsamkeit. Einfach mit Achtsamkeit, werte weniger. Und welche Meditationen machen sie? Es gibt eigentlich Hinweise davon. Es ist interessant. Die machen die Brahma-Viharas. Also die machen die Metta-Bhavana und die drei verwandten Praktiken, die positive Emotionen pflegen. Moderne Kommentatoren betonen, ja, das ist notwendig. Weil wenn man im Wald lebt, damals in Indien, wo es sehr viele gefährliche Tiere gibt, damals gab es noch Löwen, geschweige denn Bären, Tiger, Leoparden, ihr könnt die Liste selber weiterführen, dann muss man sehr positiven Geistes sein, weil nur dann wird man unbehelligt sein. Aber ich vermute, dass die Antwort nicht ganz so plump ist, sondern wegen der spirituellen Bedeutung von diesen positiven Emotionen, die Mitgefühl einschließen und selbstlose Liebe. Weiter wird Anapanasati erwähnt, Vergegenwärtigung des Atems. Höchstwahrscheinlich in einer ausgedehnteren Form, als wir es machen, mit Einsichtselementen eingebaut, wo sehr stark betont wird, von mindestens zwei, dass sie ihre Erleuchtung während dieser Praktik erlangen. Und es gibt eine Tradition, obwohl ich sie nur mündlich bekommen habe, dass der Buddha eine Form von Vergegenwärtigung des Atems in der Erleuchtungsnacht geübt hat.
Die machen andere Achtsamkeitspraktiken. Die machen auch eine Vergegenwärtigung des Buddha, eine Buddha-Verehrung aus Meditation. Möglicherweise, wenn es die moderne Form aus der Theravada ist oder Vorahne davon, ist es vermutlich der Urahn der Visualisierungen der Tantra. Und die machen Leichnam-Meditation, Vergegenwärtigung der Ekel vor einem Leichnam und vor dem Körper. Sie meditieren nicht nur als Methode, um die Erleuchtung zu erlangen, sondern auch nach der Erleuchtung. Es scheint, als ob sie einfach unheimlich viel Freude an der Meditation haben. Das Ziel ist, Erleuchtung zu erfahren. Direkt, persönlich Erleuchtung zu erfahren. Normalerweise dauert es Jahre. Das überrascht uns vermutlich nicht, dass es Jahre dauert. Es gibt einige überraschende Fälle. Normalerweise scheint das bei den 7- und 10-Jährigen der Fall zu sein, dass sie es innerhalb Tage oder Stunden schaffen. Aber die meisten schuften. Es ist spirituelle Schufterei. Also wie der eine es beschreibt, der arme Sappadasa, 25 Jahre sind verstrichen nun, seit ich in die Heimlosigkeit hinauszog. Aber nicht für die Zeit eines Fingerschnippens ist Geistesruhe mir zuteil geworden. Unfähig, konzentrierten Geistes zu weilen, krank durch die Begierde nach Sinnenlust, verließ ich meine Zelle, niedergeschlagen, verzweifelt. Wie soll es weitergehen? Soll ich das Leben nehmen mir? Wozu noch leben? Was könnte einem, der auf dem Pfad wie ich gescheitert ist, anderes ziemen als der Tod? Entschlossen setzte ich mich nieder, das Rasiermesser bereit, die Ader zu durchtrennen. Da stellte sich weises Erwägen in mir ein. Deutlich sah ich die Gefahr. Überdruss an der Welt stellte sich ein. Da erfuhr ich die Loslösung des Geistes. Sieh, wie wahr die Lehre ist. Das dreifache Wissen habe ich erlangt. Erfüllt ist die Botschaft des Buddha. Diese Erfahrung wird teils durch formelhafte Ausdrücke dargestellt und manchmal durch sehr dramatische Bilder. Und sehr häufig mit der Verwirklichung kommt auch ein Ausdruck der großen Liebe zum Lehrer, ob zum unmittelbaren Lehrer oder zum Buddha. Und es scheint, dass der Lehrer sehr wichtig bleibt, auch nach der Erleuchtung. Die Erleuchtung von vielen wird anerkannt, von Menschen anerkannt und von Göttern. Und das bringt ein anderes Thema rein. Die ganze Sprache ist eine, wo es nicht nur Menschen gibt und nicht nur Tiere überhaupt. Viel wesentlicher als eine Präsenz in den Gedichten, viel wesentlicher als die Tiere, ist die Anwesenheit von, ja, wir würden sagen, übernatürlichen Wesen. Gottheiten, Gespenste, Dämonen und so weiter. Besonders von Mara. Mara taucht manchmal einfach aus, wenn man will, einer Verkörperung des Todes auf. Manchmal auch aus der Versucher, aus der Bösewicht. Und er wird normalerweise immer wieder enttarnt von dem weisen Mönch bzw. der weisen Nonne und geht traurig weg, weil es ihm nicht gelungen ist, irgendjemand auf den falschen Pfad zu verleiten. Aber mit dem Ziel verkündet dann der Terror oder die Terry auch seine Errungenschaft selber. Was dann? Er hat das Ziel erlangt. Was tut er dann? Mitgefühl. Er entfaltet sein Mitgefühl. Ein zentraler Bestandteil der Erleuchtung und des Erleuchteten. Und aus diesem Mitgefühl lehrt er. Normalerweise in diesen Texten ist es nicht dogmatisch. Die Formulierungen, insoweit sie da sind, sind sehr einfach. Es sind häufig praktische, alltägliche Situationen, die erläutert werden als Hilfsstützen. Begehren taucht auf und eine wird davor gewarnt. Was sind die Konsequenzen? Zorn taucht auf, ähnlich. Und der Terror bekommt Schüler. Teilweise gibt er den Schülern und gewinnt Schüler durch Darshan, indem er sich einfach zeigt. Das Phänomen, was es immer noch in Indien gibt, wo Leute einfach sehr gern die Anwesenheit eines Heiligen durch bloße Anschauung genießen. Er gibt Darshan. Weiterhin, was vielleicht interessant oder andere finden es möglicherweise merkwürdig, er empfängt Darshan. Obwohl völlig erleuchtet, sehnt er sich häufig
nach der Anwesenheit seines Lehrers und verbringt gern Zeit, um ihn einfach anzuschauen. Und er bekehrt durch verschiedene Art und Weise andere. Ich habe schon den Terror Adimutter erwähnt. Mörderische Räuber überfallen ihn und wollen nicht nur das Geld, was er sowieso nicht hat, sondern sein Leben opfern, irgendeine Gottheit opfern. Aber wie sie sagen, du bist absolut furchtlos. Bis jetzt, jeder hat gezittert und gejammert und gebettelt um sein Leben. Und Adimutters Einstellung ist, naja, okay, wenn es tot ist, ist es tot dann. Und die sind so beeindruckt, dass es ein Gespräch kommt. Und die Hälfte wandern weg und die andere Hälfte werden seine Schüler. Die sind ziemlich unkonventionelle Menschen. Nicht nur, wie sie leben, sondern auch durch die Kritik, die sie ausüben. Sie sind auf der einen Seite respektiert und gefürchtet fast von der Gesellschaft. Auf der anderen Seite sind sie ein Dorn im Auge und werden ziemlich feindselig behandelt. Sie kritisieren die normalen Werte. Sie kritisieren Familie, Status und Rang, Macht, Ehre, Reichtum. Und sie kritisieren auch die religiösen Sitten der Brahmanen. Später, in dem späteren Teil, ein paar Jahrhunderte später aus dem Buddha, kritisieren sie das organisierte Mönchstum und den Zynismus von korrupten Mönchen. Die erleuchteten Terrors werden als Erbe oder Söhne oder Töchter des Buddha gesehen. Und die sehen sich auch so. Die deuten das an. Es gibt, Entschuldigung, ich habe es nicht da markiert, ein paar schöne Verse von einer Terry, von einem weiblichen Erleuchteten, wo sie sagt, ich bin aus dem Munde des Buddha geboren. Und es geht so weiter in diesem Sinne. Das heißt, da ist eine Grundidentität der Erleuchtung, der Erleuchteten. Es ist dieselbe Erfahrung, die sie alle haben. Und im Wesenskern sind sie identisch. Ob der Buddha, ob Mahakassapa, ob Anuruddha, ob Subha, die Erleuchteten. Und dies wird immer wichtiger im Buddhismus, im späteren Buddhismus. Und man sieht das widerspiegelt in der tibetischen Form von Vajrayana, vom Tantra, wo in der Zufluchtnahme zum Beispiel der Buddha durch den erleuchteten Guru ersetzt wird, weil der erleuchtete Guru eigentlich identisch mit dem Buddha ist. Man sieht es im Mahayana, wo in den großen späteren Sutras, die nicht vom historischen Buddha gesprochen werden, sondern vom Sambhogakaya, wenn man will, von dem Buddha, was fortgeschrittene Schüler in der Meditation finden und begegnen. Wie ich erwähnt habe, diese erleuchteten Schüler haben eine völlig gelassene Einstellung zum eigenen Tod. Sie begegnen den Tod einfach mit Gleichmut. So eine typische Beschreibung davon, es ist etwas formelhaft. Ich sehne mich nicht nach dem Tod. Ich hänge nicht am Leben. Ich warte, bis die Zeit gekommen. Klar bewusst, besonnen. Ich warte, bis die Zeit gekommen, wie der Diener auf seinen Lohn wartet. Wenn man will, ist das ein schematischer Werdegang von so einem Terror oder einer Terry. Ich möchte einige persönliche Bemerkungen dazu machen. Es wird einigen von euch aufgefallen sein, dass ich von dem Alleinsein, von der Abgeschiedenheit gesprochen habe. Vielleicht um das nur wieder zu betonen, auf der einen Seite. An Abgeschiedenheit verweile, von allen Fesseln löse dich, wenn Seligkeit auf diesem Weg nicht wurde dir zuteil. Und dann geht es weiter. Nur dann trittst du in die Gemeinschaft ein, Zeit mit der Gemeinschaft verbringen. Auf der einen Seite diese Alleinsein. Auf der anderen Seite, was ich vielleicht nicht so sehr betont habe, gibt es eine Gewichtung der Freundschaft, der spirituellen Freundschaft, was wieder und immer wieder auftaucht. Du holst Rat von den Freunden. Du genießt einfach die Liebe der Freunde. Und das ist nicht nur der Lehrer, obwohl er eine besondere Rolle spielt, sondern auch, wenn man will, gleichwertige Freunde. Du musst bei Menschen sein, um Erbarmen zu üben und auch um deine Hingabe zu zeigen. Also haben wir hier eine Spannung zwischen dem Alleinsein und mit den Freunden bzw. dem Lehrersein. Wie kann man diese Spannung lösen? Soweit ich sehen kann, gab es tatsächlich eine Art Pendeln. Manchmal mehr alleine, manchmal mehr bei den anderen sein.
Man könnte es als eine Art dynamischen Gleichgewichts beschreiben. Die Vorteile der Abgeschiedenheit sind klar. Es sind viel bessere Bedingungen für Meditation. Das ist der ganze Grund dafür. Und es erlaubt einem, die Schönheit der Natur voll zu genießen. Man vermeidet dadurch auch die Geselligkeit, die ein Problem an sich ist. Und durch die Naturschönheit, durch die Meditation, gewinnt man viel Freude. Die Nahrung, wenn man will, des Meditierenden. Weil es so wichtig ist, werde ich es vorlesen. Und das ist Mahakassapas Beschreibung von seiner Freude an der Natur als Erleuchtete. Das ist Teil von seinem Alleinleben. Diese hochgelegenen Gebiete mit den Kareri-Bäumen erfreuen mich. Es erfreuen mich diese wunderbaren Felsen, zu denen der Schrei der Elefanten dringt. Diese Felsen erfreuen mich, deren Farbe der von blauen Wolken gleicht. Die prächtigen, wo es kühles Wasser gibt, klare Ströme und wo Indras Hirten, das heißt die Marienkäfer, herumschwirren. Wie dunkelblaue Wolkenformationen, wie schön geschwungene Giebel am Palast, so erfreuen mich diese anmutigen Felsen, in denen der Elefantenrufe widerhallen. Bezaubernd schön die Anhöhen vom Regen sind benetzt, die von den Weisen aufgesuchten, in denen der Ruf der Pfauen zu hören ist. Diese Felsen erfreuen mich. Sie genügen mir, der ich meditieren will, klar bewusst, entschlossen. Sie genügen mir, einem eifrigen Bhikkhu, der das Wohl erstrebt. Sie genügen mir, einem zielbewusst weilenden Bhikkhu, der unbeschwert leben möchte. Diese Felsen, von flachsfarbenen Blüten bewachsen, wie der Himmel von Wolken bedeckt ist, von mannigfachen Vögeln bewohnt, diese Felsen erfreuen mich. Diese Felsen wahrlich, sie erfreuen mich mit ihren klaren Gewässern und scharfen Klippen, moosbedeckt, wo Affen und Hochwild umherstreifen. Schönste Musik, fünffacher Klang, vermag nicht so hohes Glück zu schenken, wie die rechte Einsicht dessen, der einheitlichen Geistes die Wahrheit schaut. Aber es ist nicht immer 100% möglich, trotz Rhetorik der Gedichte, alleine zu sein. Wenn du Rituale feiern willst, wenn du Almosen sammeln willst, eine Belehrung bekommen willst, deinem Lehrer dienen willst, also du wirst in Kontakt kommen. Aber was für ein Kontakt? Nicht, was ich Geselligkeit nenne, was Sangharakshita so beschreibt als a means of escape from your own inner emptiness. Also nicht, es soll keine Fluchtmöglichkeit vor der eigenen inneren Leerheit sein. Es soll eher Freundschaft sein. Wie Sangharakshita sagt, so viel wie möglich davon. Diese Freundschaft wird gepflegt. Es gibt, obwohl die Hinweise kurz sind, gibt es sehr viele im Text. Zum Beispiel in dem Gedicht von Ananda taucht seine Freundschaft zum Buddha auf, zum Sariputta und zum Moggallana, zu den zwei, wenn man will, hervorragendsten Schülern des Buddha auf. Na, was sind die Konsequenzen, wenn man Dharma, den Buddhismus, so übt? Na, erstens, ziemlich klar, hat man keine üblen Freunde. Und das wird in diesen und anderen Texten sehr betont, was für einen Einfluss üble Freunde auf dich haben können. Zweitens, hast du keine falschen Lehre. Aber vielleicht was noch wichtiger ist, ist es eine Ablehnung von Pema. Na, was ist Pema? Pema wird häufig als Liebe übersetzt, aber es ist gewöhnliche Liebe. Es wird manchmal als sticky affection ins Englische übersetzt, klebrige Zuneigung. Es ist die Grundschaft des Riesenwirtschaftszweiges, was durch Hollywood symbolisiert wird und durch die ganze Popindustrie. Es ist die übliche Liebe für eine Frau und für Kind. Es ist sehr interessant. Für die männlichen Terras ist es die Liebe zur Frau. Für die weiblichen ist es die Liebe zum Kind, was durchschlägt, wogegen sie sich feilen müssen. Also hier, Chandana schreibt, in silbernen Schmuck prangend, von gar vielen Dienerinnen bedient, ihr Kind auf der Hüfte tragend, näherte sich mir meine einstige Ehefrau.
Als ich sie nahen sah, die Mutter meines Kindes, reich an Schmuck, wohl gekleidet, wie eine vom Tode ausgelegte Schlinge, da stieg weises Erwägen in mir auf. Deutlich sah ich die Gefahr des Anhaftens, und Überdruss an der Welt stellte sich ein. Wenn man's genau anhört, ist es keine Feindseligkeit, es ist eher eine Einsicht, die auftaucht. Warum diese große Warnung gegen gewöhnliche Liebe, gegen klebrige Zuneigung? Der Grund ist erstens Anhaften. Anhaften, Anklammern. Wenn man will, verstärkte, gewohnheitsmäßige Gier. Sie zieht dich immer wieder in die Täuschung von einem wahren, substanziellen Glück. Von einem Glück, das tatsächlich da ist, aber das nicht wahrt. Diese Warnung von dem Anhaften entspringt einem Bewusstsein für Dukkha, für diese Unzulänglichkeit des gewöhnlichen Lebens und ist ein großer Stachel auf dem Wege, um voranzugehen. Zweitens, die Warnung gegen die gewöhnliche, klebrige Zuneigung, die Vergänglichkeit der Sinnenfreuden, was wieder und immer wieder betont wird. Es wird nicht gesagt, dass die Sinnenfreuden keine Freuden sind. Überhaupt nicht. Es ist eher, dass sie vergänglich sind. Der Bhikkhu, der dies sieht, erlebt keinen Hass. Für häufig ist es eine schöne Frau. Er sieht die Schönheit, aber er sieht auch die Falle, wie eine Schlinge des Todes. Das heißt, er sieht, dass das Leben kurz ist. Wir müssen bedenken, dass auch wenn einige 102 anscheinend waren, waren die meisten, wie Menschen in einer primitiven Kultur, erheblich jünger. Und das Bewusstsein, dass man alt wird und stirbt, war vermutlich dann schwächer, als wenn man 50 oder älter ist. Also das Leben ist kurz. Na, wie reagiert man dann darauf, wenn das Leben kurz ist? Na, eine Art darauf zu reagieren, in einem Gedicht, was im Englischen sehr berühmt ist, Rat an die Mädchen, ist eine deutsche Übersetzung davon. Pflücke die Rosen, solange du kannst. Das Rad der Zeit dreht sich ohne Unterlass. Und dieselbe Blume, die heute noch lächelt, ist morgen schon tot. Also ein kultivierter, verfeinerter Hedonismus kommt durch diese Zeile. Und in diesem Jahrhundert in Indien, im ähnlichen Sinne, hat Tagore geschrieben, wir hassten, unsere Blumen zu pflücken, sonst sind sie geplündert von den eilenden Winden. Es spornt unser Blut und entflammt unsere Augen, Küsse zu haschen, die entschwenden, wenn wir säumten. Unser Leben ist gierig, unsere Wünsche sind kühn, denn die Zeit läutet des Abschieds Glocke. Bruder, denke daran und frohlocke. Das ist nicht die Einstellung der Terras. Sie haben eine etwas andere Einstellung, wie sie auf die Kürze des Lebens reagieren. Eher, es gibt keine Zeit für gewöhnliche Freuden. Es gibt keine Zeit, darauf zu verschwenden. In der Zauberflöte singen am Ende Papageno und Papagena über das Höchste der Gefühle, sprich ganz gewöhnliche Liebe. Die Terras und Terry sehen das als eine große Täuschung, könnten wir sagen, die höchste der Täuschungen, und pflegen stattdessen ein Bewusstsein für Vergänglichkeit, dass solche Gefühle nicht beständig sind, nicht von Dauer sind. Und sie lernen aus dieser Vergänglichkeit. Es gibt die wunderbare Beschreibung von Ambapali, die nach der Legende war sie als Kind schon so schön, als Mädchen so schön, dass in der aristokratischen Republik der Lichavis viele Männer sie begehrten und es so eine Gefahr vom Bürgerkrieg gab. Also der Ältestenrat hat entschieden, sie müsste dann sozusagen die höchste Kurtisane der Stadt. Und was sie dann schreibt später im Leben oder singt später im Leben, Entschuldigung, dies ist eine ziemlich altertümliche Übersetzung. Dunkel schwellend, schwere Fülle, bienenschwarz, dicht in Locken fiel mein Haar gewellt herab. Das hat alter Henfern bastig blass gebleicht. Wahrheitkündes Kunde dauert unverderbt. Blütendüfte hauchend, süß wie Sandelholz, reich mit Blumen war mein Scheitel hold bedeckt. Nun im Alter riecht er recht nach Hasenhaar. Laubgelände, schön gepflanzt, gepflegten gleich,
Leuchtend straff war einst mein Schopf gestrehlt, gekämmt, nun im Alter sieht er, ausgelichtet, ab. Schwarzes Haargeflecht, geschmeidig goldgeschmückt, glänzte glitzernd, hochgeflochten, zierlich auf. Nun im Alter schimmert kahl der Schädel durch. Wie vom Maler fein gezogen, zart gemalt, viel gepriesen früher war der Brauenpracht. Nun im Alter sind sie runzlig, reich gedreht. Feuersprudeln gleichend, wie Karfunkelblitz, dunkel aus der Tiefe sprüht ich Blicke weit. Nun im Alter blinzen, brechen sie, verbrüht. Sanfte Höhe gleich erhob der Nasenbug, Jugendhold empor sich im Gesichte mir. Doch im Alter aufgedunsen dünkt er nun. Und so geht es weiter. Und Amber Pali nutzt, wenn man will, ihr eigenes Vergehen, ihr eigener Verfall als Meditationsobjekt und gewinnt die Einsicht. Die Gefahr der Schönheit ist nicht, dass sie schön ist, sondern dass sie verblendet, dass man davon eingenommen wird, dass man daran klammert, an das Objekt, dass man nicht sieht, dass es vergänglich ist und dass man nicht die Beschränktheit des üblichen schönen Objektes sieht und dadurch das letztendliche Leid fordert. Aber man sieht durch in den Strophen wieder und immer wieder einen Sinn für Schönheit, einen Sinn besonders für die Schönheit der Natur, wie in den Strophen von Mahakassapa, die ich vorgelesen habe. Also, wenn ich dann erst das zusammenfasse, was ich als das Allerwesentlichste in den zwei Sammlungen sehe, und dann die Schlussfolgerung gebe, was ich glaube, man für sich daraus ziehen kann. Erstens, als Zusammenfassung. Der Bhikkhu sieht die Welt mit einem unerbittlichen Realitätsblick. Es ist wie der Spiegel Akshobhyas, der Spiegel von dem Buddha des Ostens. Der Spiegel der Weisheit, der alle Dinge zeigt, wie sie sind. Er zeigt Warzen, wo es Warzen gibt. Er zeigt schöne Berge, wo es schöne Berge gibt. Es gibt keine Kosmetik und es gibt keine Computerprogramme, wodurch man es alles verschönern kann. Einfach wie die Dinge sind. Und er sieht das besonders Anhaften, manchmal ist es Hass, manchmal ist es Verblendung, aber besonders Anhaften zu Leid führt. Und er sieht, dass das Welt wie ein brennendes Haus ist. Und das, was ein vernünftiger Mensch tut, ist raus. Und dass die meisten Leute sich weigern zu sehen, dass das Haus brennt. Und raus aus dem Haus kommt man durch den Darm. Alles andere sinnlos ist gefährliche Zeitverschwendung. Zweitens, was ist dieser Darm? Es ist der Weg zum Ziel, der Befreiung. Dieser Weg, diese Dharma besteht hauptsächlich aus Meditation in diesen Sammlungen, aber auch aus Hingabe, aus spiritueller Freundschaft, aus dem Alleinsein, aus ethischem Leben und aus Schönheit ohne Anhaften, besonders Schönheit in der Natur. Und drittens, wie übt man? Entsagen, entsagen, entsagen. Loslassen von dem, woran man sich klammert. Zweitens, weiterhin, indem man robust ist, sehr robust und mit starkem Willen übt und kompromisslos vorangeht. Sehr stark eine Betonung von der Kraft, die aus einem selber kommen muss. Und wir? Was für Schlussfolgerungen kann man ziehen? Oder mindestens hat Dharma Priya gezogen? Erstens wäre meine Schlussfolgerung Dharma. Dharma annehmen und üben. Das heißt, nicht Sozialpolitik, noch Sozialarbeit, sondern Dharma. Nicht Feminismus, sondern Dharma. Nicht Psychotherapie, sondern Dharma. Nicht Hedonismus, als gesunde Einstellung zum Leben getäuft, sondern Dharma. Nicht gewöhnliche Liebe, sondern Dharma. Nicht Kunst, sondern Dharma. Nicht einmal in der Woche in das buddhistische Zentrum essen kommen, sondern Dharma. Und nicht einmal täglich meditieren, sondern Dharma. Und was meine ich damit? Nicht Sozialpolitik oder Sozialarbeit an sich und für sich, sondern anderen Lebewesen tatsächlich helfen durch tatkräftige Metta. Nicht Feminismus an sich, sondern geistige Klarheit und Absage an Bitterkeit und Hass. Nicht Psychotherapie, sondern positive Emotionen
und Ende der Selbstbesessenheit. Nicht Hedonismus, sondern Achtsamkeit und tatsächlich ein gesunder, glücklicher Mensch sein, mit einem gesunden Maß an Askese und Disziplin. Nicht gewöhnliche Liebe, nicht klebrige Zuneigung an sich, sondern Metta und positive Emotion. Nicht Kunst für Kunst, nicht eine beschränkte Vision vom Höchsten, sondern das Schöne und Ästhetische als Werkzeuge auf dem Weg. Nicht einmal in der Woche in ein buddhistisches Zentrum gehen, das heißt nicht Dharma ins Leben integrieren, auf keinen Fall integriere den Dharma in das eigene Leben, sondern verwandle das Leben in den Dharma hinein, bring das Leben in den Dharma. Nicht einmal am Tag meditieren, nicht nur 30 oder 50 oder 80 Minuten täglich Dharma üben, sondern 24 Stunden am Tag Dharma üben, durch Ethik. Etwas einfacher gesagt, wir kommen nicht in den Wald. Erstens gibt es nicht die Wälder wie damals. Moderne Bedingungen sind ganz anders. Zweitens, durch die Entwicklung vom Buddhismus beruht nicht mehr alles auf Meditation. Es gibt auch andere Praktiken, die sehr wichtig geworden sind. Nichtsdestotrotz sehe ich die Notwendigkeit, Dharma zu üben, schon um die eigenen menschlichen Fähigkeiten voll zu entfalten. Und wie soll man Dharma üben? Mit viel mehr Konsequenz, als wie man es schon jetzt vielleicht macht. Hören wir auf, Laien zu sein, anders gesagt. Und dies ist nicht eine 0-1-Entscheidung. Es ist ein Prozess, eine Entwicklung. Und eine Entwicklung braucht Zeit. Aber wenn etwas Zeit braucht, ist es ein wunderbares Feld für Selbstrechtfertigung und Ausrede. Also keine Ausrede. Zeit braucht nicht immer 55 Jahre lang zu sein. Fast alle von uns können uns mehr bemühen, mehr Energie einsetzen, entschlossener sein. Jeder muss aber für sich selber entscheiden, wie er es macht. Man kann es mit Hilfe von Gesprächen mit spirituellen Freunden machen, wie entscheiden, wie man das Dharma-Leben tiefer macht, intensiver macht. Und durch Nachdenken. Und beim Nachdenken ist es sehr hilfreich, Dharma-Literatur zu lesen, buddhistische Bücher. Und wie immer empfehle ich Bücher von Sangharakshita. In diesem Fall vielleicht besonders das Buddha-Wort, sein Buch über die buddhistische Literatur, über die Urtexte, die ursprünglichen Werke des frühen Buddhismus, weil es sie zugänglicher macht. Das Buddha-Wort, dank Sangharakshita, bringt Werke wie das Dhammapada zu näher an uns. Suttanipata näher und die Theragatha und Theragati näher an uns, die Gedichte der frühen Mönche und Nonnen.